Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, die imperiale Kampagne mit den Sueben. Ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, bis Part 15. Ich kündige es an der Stelle schon mal an. Ihr seht also hier jetzt meinen zweiten Anlauf, denn Steam hat es tatsächlich mal wieder geschafft, mein Mikrofon auszuschalten während der Aufnahme. Und das hatte dann zur Folge, dass ich entweder 2 Stunden hätte nachsynchronisieren müssen, was ich insgesamt nicht ganz so gut gefunden hätte, weil das dann doch ziemlich aufwendig ist, oder ich stand halt vor der Auswahl, dann einfach so weiter das Ganze nochmal zu spielen. Und dann denke ich, weil ich ja jetzt einige Dinge weiß, werde ich das Ganze ein bisschen abkürzen und dann werdet ihr entsprechend ein bisschen... Warte mal, Moment mal, hier stimmt was mit dem Tastaturprofil nicht. So, jetzt geht's wieder. Und dann werdet ihr einfach entsprechend jetzt das kondensiert zu sehen bekommen, was ich im letzten Part oder in den letzten paar Parts so gemacht habe. Und als allererstes kann ich mal ankündigen, dass wir mit unserem Schiffchen hier auf Entdeckungsfahrt gehen müssten, damit wir noch ein paar Handelspartner erschließen können. Denn Handel wird für uns jetzt eine ganz wichtige Sache. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ja momentan hier gegen die Budini kämpfen wollen. Also wir machen es ja noch nicht, aber wir wollen da gerne gegen kämpfen und es ist relativ wichtig, dass wir da bald zu Potte kommen. Dann haben wir noch hier in unserer Hauptprovinz ein klitzekleines Problem meiner Ansicht nach, denn ich brauche hier einen Tempel des Odin. Der Tempel des Odin, der ist sehr teuer, hat aber für uns den Vorteil, dass wir dann hier Odins Speere rekrutieren können und die Odins Speere sind eine sehr gute Infanterieeinheit. Erhöht außerdem dann noch die Forschungsrate, was sicherlich auch nicht verkehrt ist. Und als nächstes habe ich mir dann gedacht, wir können dann zum Beispiel, wir haben ja jetzt hier ein bisschen Auswahl, man kann diese Holzarbeiter bauen, dann kriegt man Bogenschützen, dann haben wir die Technik noch nicht, aber die Bogenschützen sind auch noch nicht so wichtig. Wir können diese Salzgärten bauen, aber dadurch bekommen wir eigentlich mehr Handel und Industrie und weniger Einheiten. Wir können den Schmied oder die Bronzewerkstatt bauen. Durch die Bronzewerkstatt bekommen wir Speerbrüder, die sind auf jeden Fall gut. Aber, und das ist vielleicht noch cooler, durch den Schmied bekommen wir die germanische Ballista. Ballisten sind ja einfach super, super gut, das wissen wir ja bereits. Oder wir können abwarten und, in der nächsten Technologiestufe können wir dann diese Elite-Schwertkämpfer, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie hier heißen, aber es sind auf jeden Fall Elite-Schwertkämpfer, die können wir dann hier bauen. Die sind sehr, 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 sehr gut. Okay, dann haben wir hier noch unsere Schwertjungfer, die ist ja gerade dabei, hier die öffentliche Ordnung hochzupushen. Da müssen wir uns auch ein bisschen drum kümmern. Wir haben hier momentan den Hain des Freyr. Ich werde da gleich nochmal zu der Aussprache was sagen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob da... Ja, da haben halt auch einige von euch was zugesagt, was ich berücksichtigen wollen würde. Okay. Ich mache mir nochmal schnell hier einen Überblick. Und ich wollte jetzt hier ein Gebäude abreißen. Die Frage ist, reißen wir das hier ab? Ich würde sagen ja, denn das gibt relativ wenig Nahrung. Die Hütte des Lehrmeisters. Wir könnten auch die Pferdestelle hier bauen. Berittene germanische Kundschaft, aber es gibt ab Stufe 3 gibt es dann schon bessere Kavallerie. Da muss ich nochmal schnell nachschauen. Das sind die Ikener, die meine ich nicht. What? Für die Sueben gibt es da gar nichts. Ulala, wie komme ich denn an eine halbwegs ordentliche Kavallerie ran? Muss man gerade hier. Aha, hier, da, Adelsreiter, Stufe 4. Ja, hallo, ne? Also, nee, dann lassen wir das mal noch weg. Die Kundschafter sind zwar gut, die machen wir dann aber erst später. Ist jetzt ein bisschen schade, weil dadurch auch ein bisschen Kohle weggeht. Aber ich denke, die reinen Agrarprovinzen, die machen wir dann woanders, sondern wir gehen hier wirklich in Suebia auf die Militärproduktion. Und dann halt hier den Hain des Tier, den wir ausbauen werden auf die Eiche des Tiere, also halt die höchste Tempelstufe, die man halt haben kann. Und dann bauen wir hier noch einen Hain des Odin hin und vielleicht noch einen anderen Tempel. Da muss ich mal gucken, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Wichtig bei dem Hain des Odin ist aber, dass wir halt diese sehr guten Speerkämpfer dazu bekommen. Das ist eine sehr wichtige Einheit, die ist zwar ziemlich teuer, aber das schaffen wir schon. So, jetzt nochmal ganz kurz zu der Aussprache. Hier die Frage, also heißt es Hain des Tiere oder Hain des Tür und heißt es hier dann konsequenterweise Hain des Freier oder Hain des Freier? Die Aussprache hört sich jetzt vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich bei diesem zweiten Namen an. Also es ist so, ich weiß, dass das Y in den romanischen Sprachen oftmals wie ein langes I gesprochen wird. Allerdings eben in den romanischen Sprachen. Ich weiß nicht genau, wie das hier in diesen germanischen, skandinavischen Sprachen etc. ist. Warte mal, das da ist aber nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Ich glaube, das hier baue ich noch um. Wobei ich momentan nicht so viel Nahrung brauche, fällt mir gerade ein. Ich habe momentan noch relativ viel Nahrung und ich werde jetzt auch gar nicht mehr so viel Nahrung ausbauen müssen. Also da haben wir dann noch ein bisschen Zeit. Wir bauen das Blei momentan aus. Wir sollten vielleicht hier noch Ordnung, Wachstum und Knete gibt es halt, ne? 2058, relativ teuer. Wir sollten schon gucken, dass wir die auf Stufe 2 halt hochbauen, damit wir mehr Wachstum bekommen etc. Das ist schon wichtig. Jetzt haben wir nochmal gerade hier... Ja, da sollten wir dann... Ach, ist das so schön übersichtlich noch? Okay, dann bauen wir das Teil hier. Nee, noch nicht. Moment, Sekunde, zeig nochmal. Ja, genau. Und das Ding könnten wir jetzt eigentlich auch noch ausbauen. Da gibt es nämlich dann den Erfahrungsbonus. Das wäre schon ziemlich gut. Problem ist, wir brauchen das Ding noch nicht so dringend. Aber es dauert halt 5 Runden. Komm, das machen wir. Machst mir hier noch da den Dingens hier. Und dann gucken wir, dass wir bald noch ein paar Agenten rekrutieren können. Genau, du machst mir hier unten noch ein bisschen Ruhe in der Provinz. Und der Hartmut, das ist, glaube ich, einer von unserer Fraktion, ganz genau. Der hat momentan noch 0 Gravitas, das ist noch ein bisschen schade, aber der wird bald ein paar Schlachten für uns gewinnen und dann wird der besser. Der Balduin ist ein Staatsmann und der Clodochar ist ein Staatsmann und den Charibert, den werde ich irgendwann auch noch als General einsetzen, aber jetzt erstmal noch nicht. Da fällt mir noch ein, ich muss die Armee hier umbenennen. Nee, nicht die, sondern die da oben. Ah nee, Moment, Mjölnir war das. Dann zeig nochmal gerade. Ich hatte nämlich eine Armee falsch benannt. Da, die Kinder des Ragnarök. Muss ich umbenennen, meine ich. Denn Ragnarök ist, soweit ich weiß, weiblich. Wären also die Kinder der Ragnarök. Die Adelgund, unsere Schwertjungfer, die hat einen Skill bekommen. Wir könnten... Stadtwache angreifen. Militärischer Eifer, öffentliche Ordnung, Aktion. Dann nehmen wir das doch ruhig mal. Gibt ja auch Hingabe, ist okay. Ah, wir brauchen noch eine zweite Schwertjungfer und wir brauchen noch einen zweiten Spion. Das ist sehr wichtig, denke ich. Gucken wir mal, dass wir hier die öffentliche Ordnung noch ein bisschen hochpushen. Das Teil hier verbessert ja auch die öffentliche Ordnung. Dann warten wir hier einen klitzekleinen Moment. Und dann schauen wir, dass wir bald noch die Markomannen bekommen, denn dann kriegen wir Felle, oder Leder ist es dann, glaube ich, kriegen wir dann als Handelsressource. Und das wäre ziemlich gut für uns. So, mit denen brauche ich noch einen Deal, mit den Cheruskern nicht unbedingt. Mit den Budini bekomme ich nichts. Die Anachtis, die wollen vielleicht, aber die will ich halt eben nicht. Seid gegrüßt! Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften Worten zu mir, die ich mir gütig anhören werde. Warte mal. Stimmt, da fällt mir noch was ein. Wir machen mal ganz kurz hier diese Schmiede. Oder warte mal, lass die Schmiede mal an, machen wir hier den Tempel aus. So, wir müssen schon ein ganz kleines bisschen Diplomatie machen. Wir hören uns eure Angebote gern an. Das ist hier auf Modara. Aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Die Geister kennen die Wahrheit. Shit. Ja, jetzt ist es nämlich auf niedrig. Fuck. Ich glaube, das ist ein Darstellungsfehler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da habe ich mich noch dran erinnert. Okay. Also alles mit der Diplomatie, das können wir dann in der nächsten Runde machen. Hier haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Wir können es hier noch ein bisschen slower spielen, aber ich will gerne noch den Osten, da Sarmatien oder was es, glaube ich, ist,
müsste Sarmatien sein. Würde ich gerne noch befrieden, bevor ich mich weiter mit den anderen germanischen Stämmen einmische. So, jetzt haben wir hier noch eine Mission, die ich irgendwo übersehen habe. Hier war es. Erforsche eine Technologie in der folgenden Kategorie Stammeswirtschaft. Das bist du, ne? Ja. Dann machen wir das. Und dann können wir danach... Dann können wir es danach lassen. Aber was bekommen wir nochmal dadurch? Wir bekommen Belohnung. Plus 5 Wohlstand durch alle Gebäude. Ja, dann machen wir das noch gerade. So, Bau abgeschlossen. Barbarisches Dorf Blei in Bels. Sehr, sehr gut. Das bringt auch nochmal Fettkohle. Herr Kühnien, zeig mir das mal gerade. Das wird aber besser. Ermutigte Bevölkerung in Silesia. Das ist ja auch richtig gut. Die Frage ist natürlich noch, was bauen wir hier? Also, am liebsten würde ich natürlich irgendwas bauen, was direkt fett Geld bringt. 150 Wohlstand durch Handel ist nicht schlecht. 50 Wohlstand und 2 öffentliche Ordnung. Das ist halt auch ziemlich gut. Das ist halt unsere Voraussetzung für die späteren Berserker. Wohlstand durch Subsistenz, Wohlstand durch Gebäude der Landwirtschaft. Aber da ist der Bauernmarkt besser, weil der direkt den Wohlstand bringt. Okay. Nimm, das stimmt. So, die Bernsteinkrieger. Soll ich mal ganz kurz was nachschauen? Ach, ich werde sie im nächsten Part umbenennen. Denn, da fällt mir bestimmt noch irgendwas ein, wo man den Odin mal wieder mit ins Spiel bringen kann. Denn Odin ist ja auch ein Sehender, ein Weiser. Odin ist ja ein weiser Gott, hat ja sein... Ich glaube, er hat eines seiner, ich habe das bis zum nächsten Teil wieder recherchiert, hat ein Auge geopfert, um Weisheit zu erlangen. Deswegen wird er oftmals auch mit einer Augenklappe dargestellt. Wobei das natürlich wieder etwas problematisch ist, ob das dann, also weil es gibt halt keine zeitgenössischen Darstellungen von Odin aus dieser Zeit, wo man sich jetzt sicher sein könnte. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Wir haben halt Fettkohle. Man sie so nicht an das packt? Nee. Dann machen wir das Handelsabkommen mal. Nee, fuck you. Ich will gerne den Nichtangriffspakt mit denen haben, weil das gute Handelspartner sind. Ich will nämlich nicht so schnell darüber nach Britannien. Ja, dann fuck you, dann mache ich das nicht. Dann will ich jetzt doch rüber nach Britannien. Gerade gibt es da Glas. Gibt's nochmal Leder, aber gibt's da Glas? Es gibt hier noch bei den Treverern oder so, da gibt's glaube ich noch Glas, da gucken wir mal noch. Könnte dann interessant für uns werden. Okay, gut, also da kriegen wir, ah, das sind die Friesen, ja. Die sehen, die Farben sind echt sehr, sehr ähnlich, denen hätte man ruhig eine andere Farbe geben können, aber okay. Ja, du wolltest auf jeden Fall mal in die normale Stellung gehen, gehst du mal wieder hier rein. So, hier bauen wir den Hain des Odin hin. Kostet ja ein bisschen Geld. 2,50 Euro. Müssen wir noch sparen. Runter da. Ah, Moment mal. Krieg ich irgendwo Bonnie bei der Agentenrekrutierung? Mal gucken, ich glaube, beim Hain des Odin bekommt man tatsächlich einen Bonus bei der Agentenrekrutierung, oder? Plus 1 Erfahrungsstufe für neue Spione. Sollte ich eigentlich da bauen? Ja. Aber das dauert, glaube ich, zu lange. Das dauert leider zu lange. Hier habe ich ja auch keinen Hain des Odin, ne? Nee. Nimm. Dann holen wir uns hier erstmal einen Agenten. Wie wäre es erstmal mit einem Streiter? Hingabe, militärischer Eifer, Machtdemonstration.
feindlichen Agenten auszuweichen, Sichtfeld, Versteckung, Entdeckung versteckter Agenten, das ist gut. Die ist ziemlich gut bei dem Bedrängen-Teil, aber 4% Einkommen durch Plündern, Ja, aber ich muss ja niederreißen erstmal. So, wir holen uns diese, weil die hat nämlich hier den Vorteil. Seht ihr mich an? Ich kann es nicht tun. Was soll dieses verrückte? Och, da kann die nicht in die Armee da rein. Fürchterlich. Die hat nämlich den Vorteil mit dem gegnerische Agenten entdecken. Das ist für uns eigentlich besser. Gut, dann sorgen wir erstmal hier noch ein bisschen für Ruhe und Ordnung. Ich würde vorschlagen. Wir müssen hier irgendwie noch ein bisschen was an Einheiten bekommen. Naja gut, okay. Erstmal nächste Runde. Das Geld sparen wir uns jetzt wieder. Wir brauchen mehr Handelsverträge. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Handelsverträge. Ja. Lass mich mal gerade nachgrübeln. Also mit diesen... Mit den Domnoniern sollten wir was bekommen. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Krieg gegen die Cherusker ist nicht drin für mich momentan. Ich weiß, die hätten das natürlich gerne, aber ich hätte das eben nicht so gerne. So, dann entdeckst du mir jetzt mal bitte hoffentlich schon die Domnonier. Ja, da sind sie schon, wunderbar. Und die Atrebaten haben wir auch gefunden, aber mit denen können wir, glaube ich, nicht handeln. Da ist einer unfreundlich geworden. Hein des Freier. Halt, stopp, hier. Abenteurer, okay. Und der Theodon, der ist unfreundlich. Ne, das ist egal. Das ist egal bei dem Burschen. Plus 2 List gibt es. Naja, das ist ja mal noch ein ganz cooler Nachteil für ihn. So, die Aldegund, die macht da weiter. Du gehst hier in die Armee. Militärausbildung. Ist nämlich ganz gut, wenn der gegnerische Agenten entdecken kann. Schauen wir mal, nächste Runde müsste dann der Hain des Odin hier in Lupfodum gebaut werden können, exakt. Wir brauchen aber noch einen weiteren Spion. Problem wird natürlich nochmal, das mit den Spionen wird eine teure Sache. Wachstum pro Runde, Wohlstand, das ist gut. Plus zur öffentlichen Ordnung, lokale Provinz, das ist natürlich super. Dann nehmen wir dich direkt mal, dich kann ich nämlich nachher noch gut da unten gebrauchen. Du läufst dann mal hier vor. Und du gehst mal gerade hier unten gucken, was gibt's denn hier? Oh, ja, ja. Dann machst du hier mal gerade ein bisschen spionieren. Gegen die Anachtes will ich noch nicht kämpfen. Ich mache das schön peu à peu. Immer schön nacheinander. 1300, die sparen wir uns. Jetzt gehen wir erstmal zu den Domnoniern und sagen, hallo, wir würden gern handeln. Die Götter lassen mich euch zu gehören. Moderat. Aber machen sie gut. Dann fordern wir nämlich jetzt von denen gar nicht so viel ein. Kriegen wir da 500 für. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk? Na komm, dann machen wir den Nicht-Angriffspakt einfach so. Dann machen die das auch. So, und die Domnonier mögen die Ikena und das ist sehr schön. Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten. Dann ist das Handelskommen da nämlich jetzt etwas wahrscheinlicher. Ehrlich. So, jetzt könnten wir vielleicht für das Handelsabkommen sogar noch ein bisschen Geld bekommen. Steht noch auf hoch. Wir fordern mal nur 1000. Komm, die kriegen wir sicher dann. Das ist auch ganz cool. Nice. So. Mit den Biefi. Was ist denn mit denen? Die haben Krieg mit den Eraviskern. Aber mit den Biefi würde sich das lohnen. Nee, doch nicht. Nee. Es würde sich doch nicht lohnen. Idee wäre natürlich, mit den Biefi noch einen Nicht-Angriffspakt zu machen, um die Anachtis dann später anzugreifen. Hey, die haben nur hier Verbündete. Sind im Krieg mit den Bastarnen. Leider treffe ich die Bastarnen nicht. Die sind, glaube ich, hier in Dakien. Ja. Die Anachtis bekomme ich, glaube ich, nicht dazu, den Bier für den Krieg zu erklären, oder? Budini. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Ach nee, das kann ich ja gar nicht machen, Moment. Ah, ich habe einen Nicht-Angriffspakt mit denen.
Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Wir machen mal ein Schutzbündnis mit denen. Das Reden kann ermüdend sein. Ich habe mit den Biefi da eigentlich nichts am Sparren. Ich muss auch mit denen nichts zu tun haben. Es wäre mir lieber mit den Darkiern hier unten da, mit den, wie heißen sie nochmal? Sag ich schon mal gerade, wie heißen sie? Mit den Bastarnern, genau, mit denen hätte ich lieber was zu tun. Seid gegrüßt, mein Freund. Warte mal, vielleicht machen die das für 460. Shit. Das wäre noch interessant, mit denen einen Nichtangriffspakt zu bekommen. Okay, nee, dann lassen wir es mal gerade. Wie sieht das denn aus mit den Rätern? Die Räter und die Norika mögen sich doch bestimmt, oder? Mögen die sich? Ich guck mal gerade. Ja, die mögen sich. Ja, doch. Die Räter machen das auch, glaube ich, eher mit dem Nichtangriffspakt. Ich hoffe, ihr kommt. Echt auch nicht? Nee, warte, nix, Schutzbündnis, nee. Hier, Nichtangriffspakt, Zahlungen anbieten, 500 irgendwas oder 400. Okay, dann warten wir da noch eine Runde. So, wir sind bei ungefähr 20 Minuten, aber ich habe noch nicht so viel wirklich zeigen können. Haben wir da irgendwo was Günstiges, was wir bauen können? Müsste das Ding hier noch ausbauen. Oh, das ist aber teuer. Hier will ich warten, bis ich die Hütte des Lehrmeisters bekomme. Ja, dann machen wir das jetzt hier so. Dann zeige ich mal kurz. Nächste Runde. Ja, da habe ich genug Geld für die Sache da. Ja, dann bauen wir jetzt hier diesen Markt. Wohlstand durch Handel von mir aus. Das ist auf jeden Fall ganz okay. Oder. Stopp. Da bekomme ich Langbogenjäger als Garnison, was natürlich cool ist. Und ich bekomme halt die öffentliche Ordnung. Ja, was machen wir da? Also irgendwas will ich mit den 2000 Kröten noch machen. Ich muss nur die Kultur hier transformieren. Lalalala. 3 Runden für die. Ja, es bringt halt schon Geld, ne? 150 durch lokalen Handel, 10 wohlständig Gebäude, Landwirtschaft und Viehhaltung. Dann gehen wir hier auf Viehhaltung. Weil das Ding bringt halt mehr Knete. Oder was bringt hier so am meisten Wohlstand? Wohlstand durch Landwirtschaft. Wohlstand durch Industrie. Dieser 10% Vorteil, der lohnt sich halt nicht. Hier kriege ich mindestens noch die öffentliche Ordnung. Wenn ich mit den Jungs hier rausgehe. Zeig mir das nochmal gerade hier. Wie ist denn das mit der Garnison? Wie viel bringt die? Militärpräsenz bringt 10. Ich bin momentan bei plus 13. Dann brauche ich das mit der öffentlichen Ordnung hier nicht so dringend. Ich will gerne hier diese Feste des Stammesführers bauen. Aber. Die sind extrem, da brauche ich extrem viel Technologie für. Und dieser Sklavenhandel ohne Quark, ich meine, es ist krass, es bringt plus 25% Wohlstand durch Sklaven, aber ich will nicht mit Sklaven hier spielen. Das ist, die sind einfach nicht so gut, meiner Meinung nach. Hier kriege ich außerdem nächste Runde eine Wachstumsstufe, dann warten wir doch lieber hier mit der Wachstumsstufe, können wir nächste Runde ein bisschen mehr bauen. Nee, dann machen wir es doch so, Runde beenden. So, und dann geht's los. Dann kommt der Krieg gegen die Budini. Und ich trinke mal einen Schluck Siegeskaffee. Und dann bin ich gleich mit 2 Agenten da unten, was ziemlich cool ist. Ja, okay, gut, ein bisschen erfolgreich, schön. Eisenwerkzeuge abgeschlossen, gut. Ich glaube, du läufst mal eher der Armee hier hinterher. Bei plus 5 sind wir momentan. Das hat sich doch deutlich verbessert, aber... Die Militärpräsenz bringt hier plus 20. Oh, fuck.
Dann gehen wir hier mal mit den Steuern raus. Machen wir die Steuern mal aus. Und du marschierst hier schon mal ein bisschen vor Richtung Grenze. Und dann läufst du hinterher. So, denn sonst blockieren die sich am Ende gegenseitig. Das ist ja leider so bei Rome. Und du testest mal gerade was. Du gehst mich mal gerade hier hin. Und machst mal hier Vorräte vergiften. Hat jetzt ein bisschen Geld gekostet, ist aber nicht so schlimm. So, hier die Stadt ist gewachsen. Da gibt es jetzt einen Tempel, würde ich sagen. So, hier können wir den Hain des Odin bauen und damit ist dann unsere Kohle wieder weg. Aber vielleicht bekommen wir noch ein bisschen Kohle von anderen Fraktionen. Wenn wir beispielsweise mal hier runter segeln, vielleicht treffen wir noch jemanden. Und, habe ich eine neue Fraktion angetroffen? Habe ich, die Namneten. Aber die können mich bestimmt nicht leiden. Plus 5 Verlust für die Einheiten. Gut. Besorgte Bevölkerung in Herkynien. Wird sich bald auch ändern. Hier haben wir schon einen Tempel. Dann bauen wir hier den... Was bauen wir denn hier? Auch den Gemeinschaftsbereich für den Wohlstand? Das wäre schon ganz gut, ne? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Sekunde. Schnell überlegen. Ne, okay, gut. Wir bauen die Kiste hier. Es bringt halt auch noch öffentliche Ordnung, was gut ist. Denn je schnell wir hier die öffentliche Ordnung hochkriegen... Das Problem ist, wir kriegen keine Forschung dadurch. Aber je schneller wir die öffentliche Ordnung hochkriegen, desto eher wachsen diese Regionen dann auch. Ist, glaube ich, ganz okay. So, Herkynien haben wir, genau. Silesia haben wir auch. Barbarisches Dorf, Schmied und Heiliger Baum. Gut. Dann ist der Schmied hier fertig. Das heißt für uns, wir können Ballisten bauen. Sehr, sehr nice. Wir holen uns hier die Würdenträger. Und danach die Hütte des Lehrmeisters. Die brauchen wir auf jeden Fall, denn ich brauche mehr Forschung. Wir haben motivierte Bevölkerung in Silesia. Das ist schon mal gut. Erhöht die Steuern. Erhöht auch außerdem das Wachstum. Das ist doch sehr gut. Ich glaube, wir können es hier irgendwo sehen, oder? Können wir es hier sehen? Das kann man irgendwo sehen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Steuern sind bei plus 7% jetzt. Plus 7,0. Und das Wachstum, was wir jetzt nicht, das sehen wir hier, oder? Provinzeffekt 3, Gebäude 4, Technologie 4, Nahrung 5. Okay, vielleicht doch nicht. Tja, egal. Egal, wir machen einfach weiter. Da die öffentliche Ordnung hier jetzt so wahnsinnig gut ist, können wir... Die ist schon mal hier raus. Oder können wir das? Wir können es. Wir könnten. Das ist echt ein bisschen schade hier. Aber das Problem ist halt hier die Kultur. Ärgerlich. Aber da müssen wir, da kann ich jetzt meine Kriegsziele nicht dem Ganzen irgendwie unterordnen. Da muss ich auf jeden Fall hier weitermachen. Nee, und hier brauche ich noch, dann bleib du doch mal jetzt da drin noch stehen. So. Jetzt muss ich mal schauen, der Charibert. Genau, der Charibert warst du. Ich sehne mich nach einem Kampf. Und der Hartmut. Der Hartmut könnte mal gerade gegen den Balduin getauscht werden. Ich muss mal kurz über... Nee, eigentlich nicht. Ich muss gucken, dass ich den Charibert nachher verheize. Denn der Charibert ist ja der Seitenanführer der anderen Fraktion. Da können wir die mal ein bisschen ausdünnen.
böse gesprochen. So, jetzt zeigen wir gerade hier die Namneten. Wen können die Namneten... die Namneten, das ist eigentlich ganz cool. Die Götter lassen mich euch zu gehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Die sind eher schwach einsortiert. Ich muss da wahrscheinlich was drauflegen. Das gilt wahrscheinlich auch für den Nicht-Angriffspakt, ne? Ich denke ja. Ah, gut, den machen sie schon mal so. Jetzt ist es auf niedrig, so ist es auf hoch. Na komm, dann macht das Handelsabkommen. Jetzt haben wir auch die Piktonen entdeckt. Und die Piktonen mögen die Namneten, das ist doch mal ganz gut. Ich heiße euch willkommen. Machen wir mit denen auch einen Nicht-Angriffspakt. Da können wir vielleicht 500 Kröten für kriegen, aber das Problem ist, ich kann den Betrag hier nicht selbst bestimmen. Und dann muss ich immer warten. Militäraktion gegen Bui, vergangener Krieg gegen Bui. Das dürfte denen aber bald dann egal sein. Ihr seid willkommen. Ich muss gucken, dass ich den Nicht-Angriffspakt mit den Rätern auch bekomme. So, und jetzt dampft den Budini gleich die Bluse. Wage ich hier zu prophezeien. Hoppla, Entschuldigung, ich bin da gerade an das Mikrofon gekommen. Gut, unsere Schildjungfer ist aufgestiegen. Unser Agent Godafried wurde entdeckt. Von wem? Vielleicht von unserem eigenen General? Leider haben wir hier noch keine Erfahrung bekommen. Und das mit dem Hingabeskill ist gut. So, gleichgültige Bevölkerung in Sarmatien. Na, es wird langsam, wird's besser. Langsam wird's besser. Haushalt erweitert sich, plus 5 Moral für alle Einheiten. Wenn wir gerade in die Gruppe schicken, ist eigentlich cool. Eigenschaft erhalten. Respektvoll für den Sigibert. Kultureller Einfluss für dich. Na, das ist doch auch ganz cool. In Istros, ja, schön. Push hier mal ein bisschen die Moral. Push hier mal ein bisschen die Moral. Gut. Krieg erklärt, Friesen und Nervier und Domnonia und Namneten sind jetzt im Krieg. Na, da war es ja gut, dass wir vorhin noch die Handelsabkommen mit denen geschlossen haben. Seid gegrüßt und nun sprecht offen. Jetzt. Schade, dass sie das nicht wollen. Die Götter lassen mich euch zu gehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Das wollen die auch nicht machen, das ist echt ärgerlich. Ja, wahrscheinlich muss ich erst wirklich hier den Krieg da gewinnen und dann... Und dann überlegen sie sich's nochmal oder sowas. Gut. Ja, der Typ hat die Seuche. Gut, alles klar. Dann werden wir jetzt mal gleich hier seine Armee hier vergiften. Oh, viele Söldner drin. Er hat null Nahrung momentan. Er baut einen Tempel. Vielleicht bekommt er dadurch was. Wir müssten eigentlich seine Nahrungsvorräte sabotieren, damit er dadurch auch konsequent Einheiten verliert. Das ist natürlich cool. Oder das wäre natürlich cool. Ich würde sagen, du gehst auf jeden Fall hier mal gerade auf normale Marschgeschwindigkeit. Laufen wir hier runter. Du läufst jetzt mal hier durch. Denn du musst hier gleich auch rumwerkeln. Habe ich den schon auf irgendwas Konkretes geskillt? Nein, aber der könnte hier plus 1 List. Na, das ist ja mal ganz gut. Wie sieht das bei dir aus? Minus eine Runde zur Erholung von Wunden. Ich glaube, da ist mir der Listen-Bonnie bei... Der List-Bonnie, der ist mir bei dir lieber. Dann wirst du nämlich nochmal krasser. So. Du setzt dich hierhin in Bewegung.
Du machst den Bauernmarkt? Dann bauen wir jetzt überall erstmal diese Bauernmärkte. Die bringen halt auf jeden Fall mal Geld. Dieser Mini-Wohlstand durch Handel, das ist nicht ganz so wild. So. Und jetzt ist die Frage, ob wir mit dem Daggerrik, ob wir dem demnächst noch ein paar Katapulte geben, also die Ballisten dann in dem Falle, damit wir die Anachtes angreifen können. Aber da müssten wir erstmal Tour eingenommen haben und dann gucken, dass wir hier unten zwei, drei diplomatische Beziehungen noch knüpfen. Und vielleicht den Eraviskern hier gegen Darkien helfen. Aber das werden wir noch sehen. Ich bedanke mich erstmal. Entschuldigung. Warte mal, du könntest eigentlich mal hier noch. Scheitert. Agent wurde entdeckt. Fuck you. Alter. Das wäre echt ärgerlich. Naja, okay, gut. Hauptsache, es hat Geld gekostet. Dann. Ist die Frage, sollen wir jetzt noch warten? Wenn ich dich auf Gewaltmarsch setze, wie weit. Da merkt man halt direkt, wenn so ein Territorium null Wachstum hatte. Ich hab mir, die kommen nur bis hierhin, das ist unglaublich. Okay, gut, Leute. Nee, ich glaube, im nächsten Part erklären wir den Krieg. Bin noch nicht ganz sicher, aber ich denke mal ja. Und hier sind wir soweit ganz gut aufgestellt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Es tut mir leid, dass es jetzt keine Schlacht gab, aber es gibt es dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.